Jeder, der dachte, wir kommen mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise, der hat das Erdbeben unter seinen Füßen noch nicht gespürt. Hier an der Börse heißt das neue Virus Rezession und das könnte enorme Folgen für die Wirtschaft haben. Damit herzlich willkommen zu Inside Markets X hier aus Frankfurt. Ich bin Manuel Koch und ich schaue für euch jetzt auf die Börseninfos der Woche. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Immer mehr Staaten verhängen drastische Maßnahmen. So haben die USA ja sowieso schon den Einreisestopp für Europäer veranlasst. Italien, ja, da steht das Leben still. Und Deutschland wird wohl folgen. Veranstaltungen werden abgesagt. Die Schulen werden wohl bald dicht sein. Und die Bundesliga spielt ohne Zuschauer und sogar das berühmte Berghain in Berlin, der Club, hat zu. Die Pandemie, wie die WHO die Lage bezeichnet, ist gerade dabei, eine weltweite Rezession auszulösen und die könnte deutlicher und drastischer ausfallen, als viele gedacht haben. Und auch die EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnt eindringlich vor einem Szenario wie bei der Finanzkrise 2008. Einige Länder müssten mehr gegen einen drohenden Kollaps tun. Die EZB legt selbst Maßnahmen auf. So soll es unter anderem neue Notkredite für Banken und höhere Anleihenkäufe von 120 Milliarden Euro geben. Ja, und die Börsen, die schwanken erheblich hin und her zwischen den kleinen positiven Signalen der Hoffnung und den Horrorszenarien. Der Börsenboom der letzten 11 Jahre, der ist wohl jetzt zu Ende. Für den DAX ging es unter die Marke von 10.000 Punkten. Nur zur Erinnerung, vor gut 3 Wochen, da lagen wir auf dem Allzeithoch bei 13.789 Punkten. Da stellt sich die Frage, wo werden wir in den nächsten 3 Wochen wohl stehen? Denn die Lage wird definitiv eher schlimmer als besser. Die meisten Branchen spüren schon die negativen Auswirkungen für ihr Geschäft. So zum Beispiel die Deutsche Bank, die Aktie unter 5 Euro oder die Lufthansa. Die Aktie unter 10 Euro. Die Börsen, die handeln ja die Zukunft und die brauchen dringend positive Nachrichten. Die Politik, die stellt jetzt die schwarze Null in Frage und das ist auch gut so, denn es muss gehandelt werden, Unternehmen muss geholfen werden. Aber was heißt das jetzt für dich, für dein Geld? Erst einmal keine Panik, nicht überstürzt handeln. Die Märkte sind so weit gefallen, jetzt geht man auch nicht mehr raus, wer noch drin ist. Ja, und nachkaufen, das ist die große Frage. Wer interessante Branchen für sich ausgemacht hat, der könnte durchaus ein wenig auf Aktienschau gehen und sich wieder ein paar Aktien ins Depot holen. Wir schauen gleich auf einige Kaufchancen. Zuerst einmal der Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Tradingwissen vertiefen wollt, kurz-, mittel- und langfristige Strategien kennenlernen wollt, mehr über Börsenpsychologie erfahren möchtet, dann schaut auf die kostenlosen Börsenseminare der Trading House Börsenakademie. Heute ist gerade eins in Stuttgart, am 27.03. in München und dann geht's weiter nach Frankfurt und Hamburg. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auch auf trading-haus.de. Und wir schauen jetzt auf die Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Und wir schauen jetzt auf den Index Dow Jones. In den USA gibt es ja das Einreiseverbot für die Europäer. Währenddessen halten aber die Panikverkäufe ja an den Börsen an. Der Dow Jones hatte am Donnerstag einen der schwärzesten Tage seiner Geschichte seit 33 Jahren. Der Support von 21.540 Punkten wurde durch die Talfahrt unterschritten. Jetzt geht es weiter ins Minus, vielleicht Richtung 21 und Richtung 20.000 Punkte. Eine weitere Unterstützung läge dann bei 18.340 Punkten. Die Analysten der Trading House Börsenakademie erwarten einen technischen Pullback, dann aber wieder auf 23.000 Punkte. Und besonders stark betroffen ist die Lufthansa, deswegen schauen wir auch auf diese Aktie. 7.100 Flüge wurden ja schon gestrichen und es folgen weitere durch den Einreisestopp in die USA. Die Aktie, ja auch die im freien Fall, unter 10 Euro. Die Analysten erwarten allerdings noch weitere Abschläge bis zu 8 Euro. Sollte es noch tiefer gehen, kann es kritisch für die Airline werden. Trotzdem, die Analysten sehen aber auch eine Longchance ab der langfristigen Supportzone von 8 und 10 Euro. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne ein Like, kommentiert und postet das Video. Das war Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.